Episode 3, die Rache des Sith, Kapitel 6, Darth Vader. Anakin Skywalker, der einstige Podracing-Champion von Tatooine, und Obi-Wan Kenobis Padawan hat sein Geheimgefühl nachgegeben und ist der dunklen Seite verfallen. Seine Frau Padme eilt auf den Vulkanplaneten Mustafar, um Anakin von seinem dunklen Weg abzubringen. Sie ahnt nicht, dass sich Anakins ehemaliger Meister Obi-Wan an Bord ihres Schiffs versteckt. So, lustig eigentlich. Das Spiel, habe ich ja schon gesagt, ist ja auch als Mehrspieler spielbar. Aber zum Beispiel Mehrspieler kämpfen jetzt Anakin gegen Obi-Wan. Oh, das ist nicht gut. Ich darf nicht so hinherlaufen, also ich kann wirklich nicht alle Münzen sammeln. Gut, ich kann natürlich jetzt sterben, ich weiß nicht, ob ich was verloren habe. Aber Mehrspieler zum Beispiel müssen Obi-Wan und Anakin gegeneinander kämpfen. Und irgendeiner wird ja gewinnen und irgendeiner verlieren. So, jetzt sind wir in diesem Raum, wo wir ein Zeitlimit haben. Wir müssen jetzt ganz schnell diese Säulen aufstellen. Und immer wenn wir die Säulen aufstellen, kriegen wir 20 Sekunden dazu. Gleichzeitig muss ich nur gucken, dass ich Variedi werde. Und ich kann diese Dinger zerstören. Irgendwo gibt es ja auch ein Minikit. Und da habe ich als Kind auch mal Probleme gehabt. Manchmal läuft die Zeit aus. Aber eigentlich sollte man es schaffen. Das Wichtigste ist erstmal hier jetzt die ganzen Säulen wegkriegen. Dann kann nämlich die Tür gleich aufgehen. Aber ich habe immer ein paar Säulen, die ich hier noch hinsetzen könnte. Also eigentlich soll es keinen Zeitdruck hier geben. Es war nett gemacht, weil hier stört sich auch alles ein. Das kennen wir aus dem Film. Schon ein bisschen doof hier als zwei Spieler. Beide kämpfen gegeneinander, irgendeiner wird gewinnen, irgendeiner verlieren. Ich weiß gar nicht, wie sie es da machen. So, setze ich den hin. 40 Sekunden nochmal. Kann ich so zerstören? Genau, kann ich. Das nächste Minikit. Ein paar Steinchen. Den drehe ich hier einmal. Dann geht das Tor nämlich auf und das Gitter. Und ich glaube, im freien Spiel gibt es kein Zeitlimit hier. Hier könnte nämlich R2 noch rein. Und hier gibt es auch eine Säule. Da ist Minikit. Das habe ich nämlich gesucht. Ich glaube, mindestens 10 Sekunden bräuchten wir für die andere Seite. Müssen wir gleich mal gucken. Und jetzt haben wir alles hier aktiviert. Dann fassen wir Jedi. Aber hier gibt es ja noch ein paar Möglichkeiten. Gucken wir auf die Uhr. 16, 15. Okay, es dauert auch nicht so lange. So schnell das Minikit sammeln, bevor er alles abstürzt. Jetzt weiß ich gerade, wie sie es im Mehrspieler machen. Sie machen es nämlich so, wir haben ja momentan 4 Leben. Und ich spoilere schon mal so viel, dass wir nämlich gleich, wenn wir gegeneinander kämpfen werden, darauf läuft das ja hinaus, kriegen wir, glaube ich, alle 10 Leben. Das ist oben in der Leiste ein bisschen viel angezeigt. Aber so ist es nämlich gemacht. Da war ich, glaube ich, ein bisschen zu schnell. Schön, dass es immer wieder Münzen hier gibt. Haben wir so einen Zeitdruck hier, ne? Stürzt hier alles ein. Kurz warten. Jetzt. Minikit sammeln. Dann muss ich hier dran drehen. Dann läuft Anakin durch. Zieht das Ding. Damit geht der Rauch hier wieder aus. Wir müssen beide das Ding hier ransetzen und drehen. Dann ziehen wir nämlich die Brücke hier hoch. Kurz warten. Zeit haben wir. Jetzt sind wir hier unten. Ich sammle schnell das Power-Up. Können wir schnell hier durchlaufen. Versuche nochmal ein, zwei Minikits zu sammeln. Wir sind ja Variedi, die verlieren also keine Münzen mehr. Minikit 1. Wir kommen auch nicht an alle ran, ne? Ich glaube, sobald man auch einmal die Plattform betritt, geht sie kaputt. Und hier könnten wir mit R2 rüberfliegen. Aber den haben wir gerade nicht. Aber wenn wir so viel verlieren, gar keine Münzen mehr, wenn wir sterben.
Soll mich auch nicht stören, ne? Das ist eine Minikette, das würde ich gerne schnell sammeln. 8 Stück schon. 1, 2 kommen wir natürlich noch nicht ran. Die blauen Steine sind gerade egal. Hier gibt es noch welche. Kletter mal hoch. Und rutscht natürlich wieder runter. Ist aber auch nicht schlimm. Wir sind hier vorne gleich auf dem Fels rauf. Dann kommt zum finalen Showdown. So ist es nämlich gedacht. Wir haben jetzt oben, beide hätten wir mehr Spieler, alle 10 Leben. Ich glaube, es sind auch 10, ne? 2, 4, 6, 8, 10, genau. Und wenn wir lange genug warten, bricht die ganze Arena hier auch zusammen. Ich kann sie auch in die Lava stoßen. Oder ihn, es ist ja. Man kann es natürlich auch so machen. Ich warte nur darauf, dass die Arena auseinanderbricht. Das will ich auch mal zeigen. Oder ob man irgendwie so kämpfen kann. Genau so, wenn Anakin sich nicht dreht, kann man ihn auch Leben abziehen. Lustig, dass die Arena nicht auseinanderbricht. Darauf habe ich eigentlich gewartet. Komm, zum finalen Stoß schicke ich in die Lava. Dann ist es ja im Film auch so. Und da bricht die Arena jetzt auseinander. Und das soll es mit ihm gewesen sein. Level abgeschlossen, Freispiel freigeschaltet. Ja, ich dachte zum Ende hin, Episode 3 gemeistert, Super Story freigeschaltet. Zum Ende hin kann ich ihn Lava stoßen. Das sieht auch noch cool aus. Wäre Jedi sind wir zu 100%, haben wir es also ohne Probleme eigentlich geschafft. Steine haben auch ganz viele gesammelt. Ich denke mal nicht, dass wir alle Charaktere kaufen können. Uns fehlt bestimmt irgendwas. Steine sind es 381.080. Minikit 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7 und 8. 8 Stück. Ich kriege einen goldenen Stein fürs Level, das wir geschafft haben. Und für den wahren Jedi. Und dann können wir gleich mal die Story beenden. Jawohl, da laufen hier die Credits durch, aber jetzt gucken wir uns alles zum Schluss erst an und haben schon 24,5% geschafft vom Spiel, also ungefähr ein Viertel haben wir schon. Das ist ja gar nicht schlecht. 3 Episoden geschafft, ein Viertel erst, das bedeutet, wir schaffen ja die Hälfte, wenn wir alle Episoden spielen und so weitermachen wie gerade bisher. Und die anderen 50% sind eben die restlichen Sachen, was wir noch sammeln müssen alles. Können jetzt durch hier auch die Super Story alles spielen und Herausforderung, machen wir aber erst, wenn wir die ganzen Episoden durch haben. So, wir haben insgesamt 11 von 20 goldenen Steinen, 37 von 16 Minikits, 4-mal den wahren Jedi, 2-mal sind nicht geschafft, 0 von 6 Super Minikits und einen goldenen Stein haben wir. Hab ich mal gesagt, was passiert, wenn wir hier in der Arena jemanden angreifen, zum Beispiel ihn hier? Dann werden sie alle böse und greifen einfach eine riesige Schlacht hier, jeden an. Da haben sie ja schon wieder beruhigt. Gut, 4 Stunden spielen wir also schon das Spiel. Finde ich ganz gut, dass sie es so zeigen. Ich glaube, ich habe die Hinweise noch gar nicht gezeigt. Ich will die nur kaufen, müssen glaube ich auch für einen Fortschritt. Damit der Part noch etwas länger hat. Das haben wir schon alles mal gesehen. Ich blätter ihn einfach so durch, dann könnt ihr kurz Pause machen. Könnt ihr es ja auch lesen. Aber eigentlich ist alles schon, was ich so erzählt habe, steht ja auch nochmal geschrieben. Was steht hier? Kantina, ja, kenne ich ja schon. Level freischalten durch die goldenen Steine, jupp. Gut, alles was wir eben also schon gemacht haben, sind hier in den Hinweisen nochmal da geschrieben. Ich glaube, wir haben 2% mehr geschafft, also 0,2%.
Ne, wir haben jetzt 25,6. Wir haben noch eben weniger gehabt. Wir waren noch bei 24 irgendwas. Gut, Charaktere können wir noch ein bisschen kaufen. Episode 1, Episode 2. Da fehlt uns noch welche. Nämlich Ayla Secura, Plo Koon und Count Dooku. Und jetzt können wir nämlich aus Episode 3 Grievous Leibwache kaufen. General Grievous an sich. Den Wookiee. Den Klon aus Episode 3. Den Klon aus Episode 3 als Piloten. Und den Klon aus Episode 3 aus dem Sumpf. Und den Klon aus Episode 3 als Kampfläufer. Und Mace Windu aus Episode 3 habe ich kein Geld mehr. Und verkleideter Klon kann ich noch kaufen. Mace Windu Episode 3 ist einfach nur ein anderes Outfit hat, ja? Haben wir Mace Windu gesehen? Nee. Guck mal, das hätten sie zum Beispiel auch hätten sie noch machen können. Diese Schlacht mit Palpatine und Windu hätten sie machen können. Gut, dann haben wir eben noch 20.000 Münzen zu wenig. Ich will kurz gucken, wir haben ja auch noch einen Extra freigeschaltet. Es gibt ja noch andere Extras, da können wir alles mal kaufen. Die Piep-Piep haben wir. Den Superschlag hatten wir schon. Hier, Charakterstein. Ich glaube, das können wir benutzen. Ah, 100.000 Steine. Hätte ich zuerst kaufen sollen. Ich glaube, sobald wir den nämlich haben, gibt jeder Charakter, den wir töten, ein paar Münzen. Ich glaube, so ist es gedacht. Wir können noch ein paar goldene Steine extra kaufen. Machen wir aber alles später mal. Jetzt haben wir schon 27,1%. Also es läuft, würde ich sagen. Ich will mal kurz gucken, die Extras. Wir haben ja jetzt schon folgende Extras. Nämlich hier Piep Piep, keine Ahnung, was es bringt. Den Superschlag, weiß ich auch noch nicht. Und die Charaktersteine haben wir noch nicht gekauft, können wir aber. Sollten wir auch demnächst mal machen. Ich glaube, das sind zwei Dinger. Ich weiß gar nicht genau, was es jetzt bringt. Zwei, drei. Achso, drei, vier. Ich weiß nicht genau, was der Superschlag bringt. Oder vielleicht von oben. Dass er ein bisschen schneller ist. Keine Ahnung, was genau der Superschlag jetzt bringt. Lass wir erstmal rauskriegen. Vielleicht kann ich jetzt euch zum nächsten Part mal erzählen. Gut, ich will auch mal kurz gucken draußen. Wir haben ja jetzt ein Minikit schon komplett voll. Das sollten wir uns, glaube ich, anschauen können. Was mit diesem Boss Ness hier zu tun hat, weiß ich gar nicht. Das ist nicht Boss Ness, das ist Jar Jar, der hat. Sieht auf jeden Fall ein paar goldene Steine, dass wir jetzt zusammenbauen können. Achso, 35 und 160. 160 gibt es ja auch maximal. Eigentlich müssen wir uns das angucken können, aber ich weiß gerade nicht wie. Wieso schießt er auf mich? Ach stimmt, hier draußen schießen alle mal auf jeden. Wir kurz gucken, es gibt eine Möglichkeit hier, dass wir uns die einzelnen Dinge angucken. Ich glaube, wir müssen hier was machen. Genau, nämlich das Auto hier. Ist wirklich so gedacht? Nein, hätte mich auch gewundert. Ich kann hier drücken, was ich möchte. Achso, ich hätte nur drücken müssen. Genau, hier können Sie die einzelnen Medikits mal angucken. Minikits, nicht Medikits. Einfach nur weiter ranlaufen. Okay, ich hab's jetzt doch rausgekriegt. Hä? Achso, gedrückt halten, oder wie? Ihr seht, dass er manchmal abbricht, aber manchmal macht er auch nichts. Ich drücke genau dasselbe wie sonst auch. Okay, einfach nur länger warten. Jetzt können wir uns das mal angucken, genau was wir alles haben. Aber ich habe mir irgendwie nicht rüber gescrollt. Keine Ahnung. Erstmal habe ich das auch gezeigt und ich glaube, der Part ist jetzt lang genug. Damit kann ich nochmal beenden. Jo, herzlichen Dank fürs Zusehen. Und im nächsten Part werden wir dann Episode 4 machen. Bis dahin, und let's fire AD. Und tschüss.